Ich spreche hier für Fair Jazz und habe, bevor wir zum Hauptteil der Preisverleihung kommen, muss ich eine große Danksagung loswerden, und zwar an die Hamburgische Kulturstiftung. Erstens, weil sie uns seit 2012, also die Reihe Fair Jazz, die es schon seit 10 Jahren gibt, seit 2012 unterstützt sie uns großzügig. Und zweitens, weil die Hamburgische Kulturstiftung es auch noch möglich gemacht hat, dass wir jetzt einen Yamaha C3 Flügel in unserer Reihe haben. Die Stiftung hat einen Spender gefunden, der gesagt hat, das hätte unsere Reihe verdient, und er hatte recht. Die Reihe hat es verdient, und jetzt ist die letzte Lücke auch noch gefüllt. Wir hatten bisher nur ein Klavier, was okay war, aber jetzt haben wir einen schönen Flügel. Das mal vorweggeschickt. Vielen Dank an die Hamburgische Kulturstiftung. Und jetzt zum Hauptteil, zu Georgi Kignaze. Es freut mich wahnsinnig, dass er den Preis bekommt, aus verschiedenen Gründen. Als Fair Jazz Mitmacher sage ich das mal. Er hat mit mir am 30.08.2010 das erste Konzert bei Fair Jazz gespielt, in der Bar 227 damals noch. Und das war so ein Pilotding. Danach haben wir entschieden, ja, hier in der Bar fangen wir Fair Jazz an. Also das war schon legendär. Zweitens ist er mit seinem georgischen Temperament und seiner Wärme, abgesehen davon, dass er der beste Bassist Hamburgs ist, in Anführungsstrichen, so stand es in irgendeiner Zeitung. Ne? Ist immer ein bisschen ist komisch wie ihn selber auch, aber er ist einer der besten Hamburgs, muss man sagen. Aber das Wichtigere noch ist, er ist menschlich eine Bereicherung, weil er so viel Wärme und Menschlichkeit in die hanseatische Nordlicht-Temperaments-Gemütslage bringt. Das ist bis heute ganz wichtig für uns alle. Super Typ, super Spieler. Hat bei Fair Jazz gefühlt jetzt seit 10 Jahren 100 Konzerte gespielt. Und darum, finde ich, hat es genau den Richtigen getroffen. Und jetzt übergebe ich an Gesa Engelschall von der Hamburgischen Kulturstiftung. Danke, lieber Gabriel. Eigentlich schon fast alles gesagt. Lieber Gabriel Coburger, lieber Tom Schulz, liebe Musiker und natürlich vor allem lieber Georgi Kignaze. Ich freue mich sehr, heute mit euch hier zusammenzukommen, um Georgi Kignaze den Werner Burkhardt Musikpreis zu überreichen. Liebe Freunde der Hamburgischen Kulturstiftung, liebe Jazzfans, liebe Gäste am Bildschirm, auch Sie heiße ich hier ganz herzlich willkommen. Noch lieber würde ich natürlich mit Ihnen jetzt ein Glas Wein trinken, dicht an dicht in diesem wunderschönen Club sitzen und gemeinsam diese Preisverleihung genießen, aber das ist in diesen Zeiten leider nicht möglich. Schön, dass Sie trotzdem dabei sind. Um junge Nachwuchskünstler auszuzeichnen, hat uns der leidenschaftliche, herausragende Musikjournalist Werner Burkhardt seinen Nachlass vermacht. Er war viele Jahre Mitglied in unserem Kuratorium und ich habe ihn als klugen, warmherzigen und humorvollen Menschen kennengelernt, der Kunst und Kultur intensiv gelebt hat und in diversen Medien begnadete Worte dafür fand. Er war ein profunder Kenner der Musikszene, insbesondere der Jazzszene. Sein Vermächtnis ist uns, der Hamburgischen Kulturstiftung, eine große Ehre und passt gleichzeitig geradezu perfekt zum Profil der Stiftung. Denn im Fokus unserer Förderung steht der künstlerische Nachwuchs aller Sparten. So unterstützen wir im Jazzbereich nicht nur die Reihe Fair Jazz, eben deutlich beschrieben von Gabriel, sondern auch junge Ensembles wie das Jazzkombinat, das Michael Schröder Large Ensemble oder Reihen wie Open Fundus von Benjamin Schäfer. Ich bin mir sicher, dass Werner Burkhardt auch den diesjährigen Preisträger Georgi wunderbar gefunden hätte. Interessierte er sich doch auch gerade für jene, die nicht auf den ersten Blick im Rampenlicht stehen. Und das haben Bassisten ja manchmal so an sich. Wer jedoch Georgi Kignaze einmal erlebt hat, wird seine unaufdringliche, seine zurückhaltende, gleichzeitig aber wirklich starke Bühnenpräsenz bestätigen und erinnern. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei der Jury bedanken,
die ihn ausgesucht hat. Lisa Wulff, Ulrich Stock, Philipp Püschel, Alex Holzwert und Tom R. Schulz, der heute stellvertretend für die Jury hier ist und die Laudatio halten wird. Tom ist Pressesprecher der Elbphilharmonie, kannte Werner Burkhardt lange und hat von ihm als Journalist, so hat er uns erzählt, sehr viel gelernt. Bevor ich an ihn übergebe, möchte ich nochmal dem Fat Jazz Team um Gabriel Coburger und Oliver Nehrig ganz, ganz herzlich danken. Wir sind sehr, sehr froh, die Preisverleihung heute hier stattfinden zu lassen, an diesem großartigen Ort, dem ehemaligen Mäthaus, in dem ich mich, wie vielleicht auch einige von Ihnen, jahrelang nachts rumgetrieben habe und tolle Musik gehört habe. So schließen sich heute einige Kreise. Und jetzt hören wir gleich mehr über den Preisträger. Lieber Tom, ich bitte dich jetzt auf die Bühne. Vielen Dank. Ich möchte doch mal wetten, liebe Gesa, dass du hier im Mäthaus nicht nur tolle Musik gehört hast, sondern dass du auch sehr, sehr viel getanzt hast zu dieser tollen Musik. Liebe Anwesende, liebe Mitmenschen an den digitalen Endgeräten. Heute ist ein schöner Tag für den Jazz in Hamburg, denn wir verleihen heute zum dritten Mal den Werner Burkhardt Musikpreis, der für herausragende junge Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker bestimmt ist. Diese Auszeichnung wurde 2012 und 2014 verliehen und seither nicht mehr, nun aber endlich wieder. Wie schön! Ich freue mich sehr, dass ein Ergebnis der längeren Denkpause und Neujustierung im Hinblick auf den Werner Burkhardt Musikpreis die Erhöhung seiner Dotierung um satte 50% ist, von 5.000 auf 7.500 Euro. Das zu erwähnen mag profan erscheinen, ja schnöde, aber gerade in der strukturell so ultra prekären Kunstform Jazz, von deren Ausübung im Hauptberuf in diesem Land kaum jemand leben kann und wo Abendgagen im zweistelligen Euro-Bereich eher die Regel sind als die Ausnahme, bedeuten 7.500 Tacken einen richtig ordentlichen Batzen Geld. Sie sind eine große Ermutigung zum Weitermachen, zum Durchhalten, um nicht zu sagen, sie sind ein Segen. Das gilt doppelt und dreifach und zigfach in diesen unseligen Corona-Zeiten, wo die Clubs geschlossen sind, wo Festivals nicht stattfinden können und alles öffentlich Kreative fast nur noch im virtuellen Raum sich abspielen darf, in dem der Hut dann auch nur noch virtuell rumgeht. Aber heute ist kein Tag zum Lamentieren, heute ist ein Festtag für den Jazz, nicht nur in Hamburg. Der in Hamburg lebende Bassist Georgi Kietnadze ist nach Sven Kerschek und Matthäus Winitzki der dritte Preisträger des Werner Burkhardt Musikpreises. Werner Burkhardt, Jahrgang 1928, war ein feinsinniger, ungemein kenntnisreicher, dabei überhaupt nicht bildungshuberischer Feuilletonist in einer heute merkwürdig lang vergangen erscheinenden Epoche. Ein Autor, der sich in Musik, Theater und Theater und in allen darin enthaltenen Subgenres gleich gut auskannte und der wunderbar erhellend darüber schreiben konnte. Es ist gut möglich, dass er den jungen Georgi Kietnadze bei seinen ersten Schritten in die Welt des Jazz noch wahrgenommen hat, vielleicht in der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg oder in einem jener Clubs, in die es ihn auch in seinen späten Lebensjahren noch regelmäßig zog. Geschrieben hat Werner Burkhardt nicht über ihn, soweit ich weiß. Als er starb 2008, hatte Georgi Kietnadzes Karriere ja gerade erst begonnen. Aber ich bin mir sicher, dass er von seinem Fauteuil im ätherischen Olymp der Jazz and Way Beyond Schreibe aus die Wahl des dritten Preisträgers in seinem Namen mit großem Wohlgefallen aufgenommen hat. Georgi Kietnadze war eigentlich immer mit im Rennen, seit es diesen Preis gibt. Denn eine bedingungslose Hingabe an die Musik, die wir Juroren in unserer Begründung an ihm gerühmt haben, die hat ihn ja immer ausgezeichnet. Dass er verlässlich und stilsicher ist als Begleiter und virtuos als Solist, auch das war schon vor Jahren klar. Dass er, wie wir schreiben, tiefgründig ist als Komponist, das weiß die breitere Öffentlichkeit erst seit 2019, als Georgis CD-Debüt namens Paysage mit eigenen Stücken erschien, ein Quartettalbum, auf dem sein Bass eine ganz und gar uneitle Rolle spielt. An seinem Instrument hat er einen eigenen, unverkennbaren Klang entwickelt, kernig, warm und singend rühmen wir Juroren ihn. Ich habe gerade in den letzten Tagen und Wochen viel Georgi Kietnadze gehört
und muss sagen, dass ich ganz besonders seinem Legato verfallen bin, diesem weichen Ineinanderfließen der Töne, die sich bei ihm mit der größten Selbstverständlichkeit immer einer aus dem anderen ergeben. Dass in der improvisierten Musik eigentlich jeder Ton in jedem Moment das Ergebnis einer Auswahl aus vielen Möglichkeiten ist, eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen muss als Spieler, das macht Georgi Kignaze ganz vergessen. Er liefert ein Kontinuum aus Sinn und Form, das vollkommen organisch wirkt und zugleich ganz sein eigenes ist. Seine Linien geben der Musik Puls, Atem und Struktur. Sie sind vertrauenswürdig und, was ich besonders mag, sie bergen ein Geheimnis. Ruht womöglich in den so beweglichen Tiefen von des Basses Grundgewalt, von der Good Old Goethe sprach, die letztendliche Wahrheit und das Mysterium auch des Jazz? Wer Georgi spielen hört, könnte geneigt sein, das zu glauben. Ich zitiere aus der Begründung der Jury weiterhin: Sich nie in den Vordergrund drängend, dabei präsent und innovativ, findet Georgi Kignaze in jedem Kontext einen Platz zur Entfaltung seiner Ideen. Er vereint Tradition und Moderne auf derart natürliche Weise, dass weder Swing-Traditionalisten noch Free-Jazz-Avantgardisten Sorge um die Zukunft des Jazz haben müssen. In Projekten junger Hamburger Jazzmusiker ist er ebenso aktiv wie in seinen eigenen Formationen im Zusammenspiel mit Instrumentalisten wie John Schröder, Christian Lillinger, Frank Delle oder Florian Weber wirkt er über die Grenzen Hamburgs hinaus. 1982 in Tbilisi in Georgien geboren, siedelte Georgi Kignaze mit 9 Jahren mit seiner Familie nach Lübeck über. Der Vater ist Musiker, die Mutter bildende Künstlerin. Um den Mittagsschlaf seines kleinen Sohns zu befördern, hatte ihm der Vater in Tbilisi eine Kassette aufgenommen. Auf der einen Seite das Album Maiden Voyage von Herbie Hancock, auf der anderen Musik von Charlie Parker. Ähnlich intensiv und früh war die Prägung durch Bachs wohltemperiertes Klavier und durch die Beatles. Mit 20 begann Georgi Kignaze sein Jazzstudium in Hamburg bei Lukas Lindholm. Und bald machte er sich in der kleinen, überschaubaren Hamburger Jazzszene unentbehrlich. Als impulsiver, leidenschaftlicher Begleiter mit großem Ton, immer auf der Suche nach dem Wesentlichen. Einer, der sich reingräbt in die Musik und in jeden Gig, als gelte es das Leben. Mit den Jahren hat die physische Verbindung zwischen dem Mann und seinem Instrument etwas augenfällig Unzertrennliches bekommen. Wer Georgi heute ohne Bass irgendwo stehen sieht, imaginiert das Instrument quasi automatisch hinzu. Die beiden scheinen vollständig erst in der Union. Zusammen bilden sie eine Einheit aus beseeltem Holz und beseeltem Menschen. Wenn die Kollegen früher Preise bekommen haben, dann habe ich mich immer für sie gefreut, sagte mir Georgi neulich, als wir durch Altona schlenderten. Irgendwie dachte ich aber auch, warum kriege ich eigentlich keinen? Das war entwaffnend ehrlich. Und dann fügte Georgi noch einen Satz hinzu. Er sagte, erst jetzt habe ich das Gefühl, dass ich so einen Preis auch wirklich verdient habe. Unsere Schritte hatten uns wie zufällig zum Hafenbahnhof geführt, derzeit stillgelegt wie alles andere. Der Hafenbahnhof an der großen Elbstraße unter dem Altonaer Balkon ist ein schlankes, idyllisch verranztes Biotop aus Backstein für musikalischen Austausch und Experimente innerhalb der Hamburger Jazzszene. In der Umgebung wächst immer mehr neue, hippe Agenturarchitektur in den Himmel über Altona. Dem Hafenbahnhof wünscht man dringlich, dass die Stadt und alle, die darin etwas zu sagen haben, ihre schützende Hand über ihn halten mögen, sollten eines Tages Begehrlichkeiten für eine lukrativere Nutzung des Grundstücks auftauchen. Dort jedenfalls im Hafenbahnhof hat Georgi Kignaze sich die Meriten verdient, die ihn in seinen Augen erst preiswürdig gemacht haben. Seit November 2018 war er Kurator und Gastgeber einer Reihe, die er Live Views nannte. Jeden letzten Montag im Monat empfing er seine Gäste, für die er Stücke und Improvisationsmaterial vorbereitet hatte. Leute aus Hamburg, aus Berlin, aus Köln und anderswo. Einmal spielte Georgi, Familienmensch durch und durch, hier auch ein Konzert mit seinem Vater Rezo, der vor vielen Jahren nach Georgien zurückgegangen ist. Eva Johansen, die Betreiberin des Hafenbahnhofs, vergibt die Carte Blanche für solche Reihen im Jahresrhythmus. Aber das Programm, das Georgi gestaltete, gefiel ihr so gut, dass er weitermachen durfte. Und fortan wurde hinten über die Bühne
jeden letzten Montag des Monats ein Transparent gehängt, auf dem Jazz Views in georgischer Schrift zu lesen stand. Das regelmäßige Komponieren müssen für immer andere Kollegen und Besetzungen hat dem im Hinblick auf eigene Stücke bis dahin allzu selbstkritischen Georgi gut getan. Es hat ihm Selbstvertrauen gegeben, ein neues Standing vor dem eigenen Spiegelbild. Das Konzert Nummer 17 seiner Reihe hätte am 30. März 2020 stattfinden sollen. Georgi hatte sich darauf intensiv vorbereitet, geübt und geübt, mehr als je zuvor, denn er hatte sich eine Challenge gesetzt, wie man heute sagt. Er wollte erstmals ein Solokonzert geben auf dem Kontrabass. Weiß Gott, keine Kleinigkeit auf einem so brummeligen, fürs Solistische denkbar unbequemen Instrument. Und ganz eine andere Tasse Tee als das Ensemblespiel, zumal für einen Bassisten, der derart gruppendienlich spielt wie Georgi Kignaze. Es wäre sicher ein sehr aufregendes Konzert geworden. Möge der Hafenbahnhof, wie alle anderen Orte der Kultur in Stadt und Land, groß und klein, diese Zeit überleben, bald wieder aufmachen und so viele Gäste reinlassen dürfen, wie sich darin wohlfühlen. Und möge Georgi Kignaze früh genug davon erfahren, damit er rechtzeitig die inneren Turbinen wieder anwerfen und sich motivieren kann für die Anforderungen eines Soloauftritts mit seinem Bass auf der Bühne des Hafenbahnhofs. Wir brauchen seine Live-Visions, egal wo und egal, ob er sie nun allein oder mit Musikerfreunden in die Welt bringt. Und wir brauchen unzählbar viele weitere verwirklichte Visionen von hemmungslos live gespieltem Jazz und allem anderen vor und mit Publikum, damit wir das Leben wieder in Farbe leben, randvoll mit Geist und Schönheit, mit Sinn und Freude, mit Inspiration. Vielen Dank für deine Musik, lieber Georgi. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Gesa, darf ich dich auf die Bühne bringen? Lieber Tom, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Laudatio. Sie hat uns allen Georgi nochmal wieder näher gebracht. Georgi, darf ich Sie jetzt auf die Bühne bitten zur Preisverleihung? Wir müssen uns ein bisschen auseinanderstellen, genau. Also, ich verleihe hiermit den Werner Burkhardt Musikpreis 2020 an Georgi Kignaze. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ich habe ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht mehr als nötig nach Worten ringen muss. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich fühle mich zutiefst dankbar und glücklich, diesen Preis zu erhalten heute. Denn er verleiht mir alles, was ein Künstler sich nur wünschen kann. Dazu gehört auch, das kann man ruhig sagen, der finanzielle Aspekt gehört durchaus dazu. Aber es ist viel mehr als das. Es ist die Anerkennung für das, was man erreicht, geleistet hat bis hierhin. Es ist Motivation und Inspiration für das, was man hoffentlich in naher und fernerer Zukunft noch leisten kann. Und auch das sollte erwähnt werden, ein durchaus egoistischer Aspekt, etwas mehr auf der musikalischen Landkarte seinen Platz zu finden und mehr wahrgenommen zu werden. Ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin, der diese Bedürfnisse als Künstler hat. Deswegen ist es nur recht, diese Dankbarkeit an viele, viele Menschen zu verteilen. Und das möchte ich hiermit beginnen. Als erstes vielen, vielen Dank an die Hamburgische Kulturstiftung, die diesen Preis ermöglichen und die mir letztes Jahr die frohe Kunde überbracht haben,
und seitdem sich geradezu freundschaftlich mit mir bis zum heutigen Tag begleitet haben, wenn was zu organisieren war. Und das hat sich sehr, da habe ich mich sehr gut und sehr sicher gefühlt und vielen Dank an Gesa, Ilka, Lena und alle anderen, die involviert sind. Vielen Dank. Als nächstes möchte ich der Jury danken, die mich ausgewählt haben als Preisträger. Lisa Wulff, Philipp Püschel, Ulrich Stock, Alex Holzwert und natürlich Tom Schulz. Auch die Namen in dieser Jury bedeuten viel und umso mehr bedeutet mir das, dass sie mich ausgewählt haben. Es gibt mit Sicherheit keinen besseren Ort, diese Preisverleihung zu machen als hier. Und dieser Ort, von dem ich spreche, geht weit über diese Mauern hinaus. Wie Gabriel schon sagte, es fing 2010 in der Bar 227 an. Und ich habe unzählige Konzerte in dieser Reihe gespielt mit unzähligen tollen Musikern, mit denen ich wahrscheinlich sonst nie gespielt hätte. Gabriel ist mittlerweile ein treuer Freund, aber er war schon immer von Beginn an ein großer Mentor und Motivator für mich. Und ich bin ihm unendlich dankbar für die Jahre und für die kommenden Jahre auch, die noch hoffentlich kommen. Vielen, vielen Dank. Tom hat eigentlich viele weitere auch schon erwähnt, denen ich zu Dank verpflichtet bin. Und Eva Johansen vom Jazzraum ist auf jeden Fall eine davon. Wie Tom schon sagte, ich habe ganze Programme bestritten und geschrieben, nur aufgrund dieser Reihe, nur weil ich wusste, dass in 3 Monaten ich mit dem und dem da spielen würde. Und dadurch ist ganz viel neue Musik entstanden und hat mir persönlich auch als Musiker ganz viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich das dann tatsächlich auch nicht nur schreiben, sondern auch spielen konnte, ausleben konnte. Dafür bin ich Eva unendlich dankbar, habe ich hier schon oft gesagt, und ich werde nicht müde werden, das meinen Dank zu erneuern. Ich möchte natürlich auch allen Musikern danken, die mit mir diese Konzerte unter anderem und andere bestritten haben. Viele davon sind enge Freunde geworden, und viel Musik, die entstanden ist, ist entstanden in dem Wissen, dass diese Musiker diese spielen werden. Von daher ist das ein wichtiger Teil geworden beim Komponieren. Als Stellvertreter für all diese Musiker werde ich später dann die Band, die heute hier spielen wird, ansagen. Und als nächstes möchte ich euch allen danken, dem Publikum. Wer zu einem Zeitpunkt gedacht hat, dass Publikum zweitrangig ist, wird spätestens heute eines Besseren belehrt. Man braucht das Publikum, man braucht Leute, die sich die Musik von einem anhören, die Musik von einem mögen. Das sorgt dafür, dass man weitermacht, dass man mehr schreibt und dass man das wieder
dann vorträgt, hoffentlich in dieser Zeit, hoffentlich nicht, hoffentlich dauert das nicht mehr zu lange. Ich möchte auch allen meinen Lehrern danken, stellvertretend dafür nehme ich meinen lieben Lehrer Lukas, bei dem ich studieren durfte, den ich übrigens mal wieder anrufen könnte. Mache ich bestimmt die Tage. Und zu guter Letzt danke ich natürlich meiner Familie, meinen zwei Familien, meiner Familie in Georgien, meinen Eltern, meinen Großeltern, insbesondere meinem Vater, der, wie Tom das auch schon erwähnt hat, ihm habe ich immer noch den Mammutanteil von dem zu verdanken, der ich heute bin, musikalisch und auch menschlich. Und ich möchte meiner hiesigen Familie danken, Anneke, meine Freundin, die ja, ohne die ich wahrscheinlich verloren wäre und die teilweise zähneknirschend mit den Eigenheiten und Ungereimtheiten, die mein Beruf mit sich bringt, klarkommt und mich unterstützt. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ich danke nochmal allen, die zugucken, und ich bin sehr glücklich, und ich bin auch sehr glücklich, dass ich gleich noch mit tollen Musikern noch eine Stunde für euch und für uns spielen darf. Vielen Dank. Jetzt geht das Konzert los. Ich bin unglaublich froh, dass ich die folgenden Musiker gewinnen konnte für diesen Anlass. Das ist zum einen am Saxophon Frank Delle. An der Trompete aus Birmingham, jetzt in Hamburg, für uns alle zum Glück lebend, Percy Persklauf an der Trompete. Am Klavier, alter Freund und Wegbegleiter in fast allen meinen Projekten, Nummer 1, Lukas Klapp. Und am Schlagzeug, da freue ich mich sehr, sehr drüber, aus Berlin, ein ganz feiner Mensch und toller Musiker, Moritz Baumgärtner. Thank you.
Musik.